ganz schönen Freitagmorgen miteinander. Heute haben wir die Themen, wie man einen Recruiter von sich überzeugt. Shine bright like a diamond. Ich bin der Lee Diamond, Managing Director von WeRecruit. Ich bin seit 18 Jahren in der Schweiz. Mehr als 13 Jahre von der 18 bin ich in der Recruitment-Bereich tätig. Bin ich der Gründer von WeRecruit. WeRecruit ist eine ganz spezielle Firma, die auf Recruitment-to-Recruitment spezialisiert ist. Das heisst, mir platziert oder mir hilft Recruiters, Talent Acquisition-Experten und HR-Experten, neue Jobs zu finden. Wir arbeiten mit Personaldienstleisterfirmen, so Recruitment-Firmen, mit Executive Search-Firmen und auch direkt mit das auch die internen Recruitment-Stellen, Talent Acquisition und HR. Wir sind fixiert nur auf der Schweiz, fast nur auf der deutschsprachigen Seite für die Schweiz. Und ja, so, wenn du in Zürich, Basel, Bern und so weiter bist und suchst etwas Neues in den Bereich von Recruitment, kannst du dich sehr gerne bei mir oder bei Katharina melden. Katharina, ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich bin jetzt schon seit 13 Jahren, über 13 Jahren hier in der Schweiz und seit 2015 im Recruiting. Ich bin letztes Jahr zum Lee gekommen, das heißt ja auch WeRecruit, also wir rekrutieren beide. Und ich habe mich beim Lee spezialisiert auf alle Inhouse-Positionen. Also wenn ihr Interesse habt, Inhouse zu wechseln oder überhaupt Inhouse eine Position sucht, bin ich die Ansprechpartnerin. Danke. Und unser Ziel ist eigentlich, ein Mehrwert in der Schweizer Märkte mehr zu bringen. Wir machen entweder Live-Sessions, was Recruiters unterstützt und HR und so weiter. Oder auch zum Beispiel wie heute, was mehr auf der Kandidatenseite ist, wo wir unser Wissen, unser Know-how mit euch teilen können. Gut, also, dann fangen wir an mit den erste Frage zum Thema, wie man einen Recruiter von sich überzeugt. Katharina, frage ich dich gerade, wie möchtest du gern am liebsten von meinen Top-Kandidaten kontaktiert werden? Wir haben ja die Frage letzte Woche erhalten und da habe ich mit dem Lee im Office schon diskutiert, weil wir da etwas unterschiedlicher Meinung sind. Das werden wir auch noch kurz erläutern. Ich persönlich bevorzuge es, wenn ich eine E-Mail bekomme, wo ganz klar schon drin ist, wo ich den CV sehe von dem Kandidaten, wo ich genau weiß, um was es geht, wo er steht und dass ich einen Termin mit ihm abmachen kann und dann mit dem Kandidaten mich unterhalten kann. Das ist so meine Art und Weise. Ich bin auch schon von Kandidaten angerufen worden und dann wusste ich gar nicht so genau, wer bist du denn jetzt und wo ist dein CV? Und warte, ich suche dich auf LinkedIn. Da bin ich einfach so ein bisschen überfordert. Ja, wenn wir über das Top-Kandidaten reden, eigentlich für mich ist völlig okay ich habe Freude, wenn jemand mich anruft und sich schnell und kurz vorgestellt. Ich kann sehr schnell, ich bin sehr technisch dabei, ich kann sehr schnell auf LinkedIn finden Personen, können wir gerade in ein Gespräch hineinkommen oder kurz diskutieren, das sieht man. Und dann bin ich gespannt, excited und habe Freude auf dieses Gespräch. Aber das ist nicht gleich für alle. Und wir reden jetzt über den Top-Kandidaten. Wenn jemand nicht ein Top-Kandidat ist, und dann kommt vielleicht die Frage später, was heisst ein Top-Kandidat, dann ist es schwieriger, den Anruf oder den Sitz zu nehmen. Zum Beispiel, wenn jemand gar nicht passt, wenn jemand uns anruft, dann ist gar nicht mit Recruiting zu tun, dann ist nicht nur ein Top-Kandidat, aber auch nicht der richtige Kandidat für uns, oder? Und da sehe ich amigs einen Unterschied. Und wir kommen vielleicht später zu das, weil eigentlich am meisten Recruiters werden nicht angerufen für meine Kandidaten. Aber eigentlich ist der beste Art und Weise, wie ihr Kandidaten können sich vorstellen, oder? Ja, absolut. Also da gebe ich dir auch recht, Lee, wenn ich das überlege, ich habe einen Kandidaten, von dem ich mega, mega, mega überzeugt bin, den ich meinen Kunden vorstellen, dann rufe ich den Kunden auch an. Also ich verstehe die Situation, die du erklärst und ich verstehe auch die Situation der Kandidaten, dass wenn ich einen Top-Kandidaten habe, dann bin ich auch sofort beim Kunden, rufe ihn an, sage, hey,
ich schicke dir jetzt einen Kandidaten, der ist super perfekt, der passt 10 von 10 Punkten. Und deswegen verstehe ich das, die Kandidaten, es schadet nichts, einfach mal anzurufen. Und wenn ich keine Zeit habe und ich bin natürlich auch immer getaktet während meines Tages, dass ich dann auch sage, Stopp, ist jetzt gerade schwierig, wann können wir später nochmal sprechen. Aber du hast schon recht, das ist gut, wenn man dann nochmal anruft, ja. Genau, weil ich glaube, heutzutage ist es lange nicht nur das Dossier zum Schicken, das E-Mail und erwarten, dass der Recruiter wieder zurückkommt. Es hat vielleicht eine Chance, einen ersten Eindruck zu machen und das sollten die Kandidaten nutzen. Aber ich denke, es hat einen Unterschied, wie ein Recruiter, auch internal Recruiter, würde gerne Kontakt oder ersten Kontakt mit einem Top-Kandidaten haben und aber auch wie ein Top-Kandidat sollte sich im ersten Moment präsentieren. Und sorry, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, wenn wir manchmal Positionen haben und wir schreiben sie auf und dann sind Kandidaten da drauf, dann ist es ungewöhnlich, dass manchmal 100 Kandidaten sich für eine Position bewerben. Und wenn wir uns vorstellen, dass dann alle anrufen und sagen, ich bin der Top-Kandidat, das ist natürlich auch schwierig zu handeln, wenn man dann als mit jedem Kandidaten ein bisschen telefoniert. Sonst macht man ja seine Auswahl und telefoniert dann wirklich mit den Top-Top-Kandidaten, die wir denken, die am besten passen. Ja, genau. Aber vielleicht ist das auch abhängig vom Bereich. In meinem Bereich mit Recruiters zum Beispiel ist es sehr schwierig, die Agency Recruiters zu finden. Das heißt, bin ich froh, bei jedem Anruf von einem Recruiter zu bekommen. Vielleicht in einem anderen Bereich ist das ganz anders. Aber ich glaube, als IT-Recruiter wird sich sehr, sehr freuen, wenn ein Top-Kandidat, Java-Entwickler, begabte Entwickler sich anläutet und sagt, hey, ich bin interessiert, ob ich stelle, will solche Sessions. Und was du auch gesagt hast, Lee, ich glaube, deine Positionen, wenn du bei den Personalvermittlungen die Kandidaten vermittelst, die müssen natürlich auch sales-affin sein und dass die dürfen keine Scheu vor dem Telefon haben und das macht vollkommen Sinn. Also alle guten Recruiter, bitte ruft das an. Ja, das ist ganz ein guter Punkt. Wenn wir reden über als Verkäufer zum Beispiel oder Relationship Manager oder so etwas, wo Beziehung mit Leuten zu tun ist, dann eigentlich die richtige Weg ist, zum Anrufen am Probieren vom Anfang an, zum zeigen, hey, ich bin ein richtiger Verkäufer oder eine richtige menschliche Person und das erwarten wir als Recruiter von so einer Stelle. Vielleicht bin ich an einer anderen Stelle, was weniger an Leute geht oder weniger an Kommunikation geht, ist es dann anders. So, ja. Genau. Hast du dann recht. Wie überzeuge ich einen Recruiter am besten von mir? Was meinst du dazu, Katharina? Ja, also mir ist es wichtig, wenn ich mit einem Kandidaten zu tun habe, wie er mich überzeugt, ist wirklich authentisch zu sein und zuverlässig. Also in der Regel ist es ja so, dass sich die Kandidaten bei mir bewerben auf eine gewisse Stelle oder man kommt in Kontakt auf LinkedIn. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich einen Termin vereinbare, um etwas ausführlicher den Kandidaten kennenzulernen, um auch die Situation besser zu verstehen, was der Kandidat möchte, wo er gerade steht. Und dann möchte ich mich darauf verlassen. Also man kann mich beeindrucken, indem man wirklich sagt, okay, wir telefonieren am Montag um 10 Uhr und dann kriege ich auch eine Antwort. Ja, das passt, eine schnelle Antwort, weil ich natürlich meinen Tag auch strukturiere. Und man muss überlegen, ich als Recruiter verkaufe ja dann den Kandidaten an das Unternehmen. Und ich habe eine Auswahl an Kandidaten zur Verfügung und picke mir dann die besten, die ich denke, an den Kunden vorstelle. Und da zählt einfach der erste Eindruck. Und der erste Eindruck ist der CV, der erste Eindruck ist das Telefonat, wenn sie mich kontaktieren, der erste Eindruck ist über LinkedIn, wenn sie mich kontaktieren. Oder dann auch, wenn wir telefonieren. Also ich verkaufe den Kandidaten an den Kunden, also muss der Kandidat sich auch so ein bisschen mir verkaufen. Muss einfach ein guter erster Eindruck sein. Zuverlässig, authentisch, ehrlich.
Gebe ich dir recht, auch mit Energie zu kommen. Was ich denke, auch wenn wir sagen, wie überzeuge ich einen Recruiter? Ich glaube auch mit der Frage, dass du stellst als Kandidaten. Und ich glaube, normalerweise wird das Recruiter vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde lang an dich fragen. Aber du darfst auch gleichzeitig Fragen stellen, was dich auf ein anderes Niveau bringt. Und sehr wichtig ist, du darfst auch fragen und sollst auch fragen, wie sollen wir miteinander kommunizieren? Wie läuft das Prozess? Ich sage jetzt, du darfst mein CV schicken. Wie lange sollte ich warten, bis ich etwas höre? Wenn ich nicht höre, darf ich dich anrufen, E-Mail schreiben, vielleicht per WhatsApp schnell etwas schreiben. Ich arbeite sehr viel in der letzten Zeit mit WhatsApp. Es ist gerade sehr gut, Interviews zum abmachen und kleines Feedback und so weiter. Und ja, ich glaube, du darfst die Frage stellen zum Recruiter. Wie sollen wir miteinander kommunizieren? Genau. Und ist my Achilles heel auf Deutsch. Ja, ich denke, dass die Frage, die du stellst, über die Stelle, über die, vielleicht den Recruiter selber, du musst eine Beziehung mit dem Recruiter aufbauen. Dass der Recruiter sagt, hey, das ist ein cooler Mensch, ich werde sie so viel wie möglich helfen. Weil du willst, dass wenn eine neue Stelle hineinkommt und so weiter, dass du bist der Erste, wo der Recruiter denkt, hey, weißt du was, die Katharina ist so eine nette Frau, so neugierig, so zuverlässig, ich würde sie gerne helfen und ich halte sie im Kopf für diese Stelle, zum Beispiel. Genau. Ja. Wie präsentiere ich mich einem Recruiter am besten? Was meinst du dazu, Katharina? Ja, wir hatten ja schon mal im Büro kurz darüber diskutiert. Da kam der Elevator Pitch zum Sprechen. Das ist halt wirklich der erste Eindruck zählt. Das ist wie, als wenn man privat jemanden datet, dann zählt ja auch zuerst der erste Eindruck. Mhm. Und ich denke, das ist wichtig, dass man einfach sich überlegt, wie kann man sich kurz und knapp vorstellen. Ich frage Kandidaten meistens, erst mache ich eine kurze Vorstellung, dass ich was über uns sage, über die Firma, über mich. Und dann bitte ich den Kandidaten, sich vorzustellen. Und ich sage immer, gib mir einen Eindruck von dir. Wie bist du zum Recruiting gekommen und deine Highlights aus deinem Leben? Und dann ist immer sehr interessant, manche, die starten dann von Grundschule und Kindergarten. Und dann ist man ist eigentlich schwierig, dann so bei der Stange zu bleiben, wach zu bleiben. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich einfach auch mal vorbereitet. Nur weil ich kein Unternehmen bin und den Job sozusagen jetzt der neue Arbeitgeber bin, aber bin ich ja dann trotzdem der Vermittler zu dem Unternehmen. Und deswegen bin ich der Meinung, sollten die Kandidaten das genauso sehen als Interview, als wenn sie ein Arbeitgeber sind. Sich kurz und knackig darauf, also erstmal vorbereiten und dann eben sich auch üben, sich selber vorzustellen. Dass es attraktiv ist, dass man einen roten Faden hat, dass man einfach überzeugt, oder? Was denkst du? Ja, ich gebe dir recht. Ich denke, der Elevator Pitch ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn man nicht weiß, was ein Elevator Pitch ist, durch in Google oder YouTube hin und her, aber die Prinzip ist, du gehst in einen Elevator rein, vom 0 bis 7. Stock, du hast etwa 3 Sekunden, um der Person neben dir erklären, was du machst und wieso. Das Gespräch sollte weitergehen, ist eigentlich eine Verkaufsmethode. Aber wenn man sagt, dass im ersten Punkt lautest du den Recruiter an, dich zum Vorstellen, dann hast du etwa 3 Sekunden Zeit, um dich vorstellen und die Interesse vom Recruiter hoch machen, oder? Und das ist etwas, was man sollte vorbereiten, üben. Und probiere es zum Perfekten. Es kommt sehr fließig aus und was du genau sagst, Katharina, der erste Eindruck, was man von einmal machen kann, so gut wie möglich ist. Was ich denke auch, amigs im Gespräch mit den Kandidaten, seid ihr zum Beispiel etwas negativ
über das letzte Arbeitgeber zum Beispiel. Und es kommt am ehesten mit dem Satz, wo man sagt, ja, ich sag's dir das, Lee, weil du der Recruiter bist, aber ich will das nie in ein Interviewgespräch mit der Firma weiter erzählen. Und ich glaube, Kandidaten muss ganz, ganz wirklich aufpassen und die richtige Balance finden, was und wie soll ich etwas negativ erzählen zu einem Recruiter, weil wenn jemand mir sagt, hey, weißt du was, das ist schlimm und das und das und das, es könnte wirklich so sein, aber dann kann ich auch vielleicht ein bisschen negativ Eindruck, oder ich muss mich auch überlegen, okay, was denke ich, wie würde der Person sich in ein Interviewgespräch vorstellen? Es hat einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und, ich weiß nicht, wie man würde sagen auf Deutsch, aber Ehrlichkeit und vielleicht zum Wissen, was ich sollte erzählen und wie ich sollte etwas erzählen. Ja, und was ich noch ergänzen möchte, ist, ich hatte auch schon Situationen, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe einen Kandidaten, ich organisiere einen Termin, ich plane mich selber auch ein, ich blockiere die Zeit in meinem Kalender, schaue mir die CV an, bereite mich auf das Interview, auf den Termin vor und dann erwische ich die Kandidaten und die sind dann unterwegs, sind in der Bahn oder sind am Rumlaufen. Man hat ganz schlimme Nebengeräusche, dass man dann dauernd fragen muss, was da auch unangenehm ist. Er kann mich selber vielleicht auch nicht so gut verstehen oder er ist zu Hause am Abwaschen. Und dann sage ich mir auch, also sorry, ich habe ja extra den Termin vereinbart und wenn jetzt die Zeit nicht passen sollte, dann mach doch einen neuen Termin, gar keine Frage, aber ich reserviere mir die Zeit. Also wünsche ich mir auch deine volle Aufmerksamkeit, weil ich gebe dir auch die Aufmerksamkeit. Und das macht einfach dann auch wieder einen ersten schlechten Eindruck, wenn nebenbei das Geschirr abgewaschen wird. Ich meine, wir sind alle jetzt viel im Homeoffice, dass da ein Kind rumrennt, gar keine Frage, aber dass man da aktiv abwäscht und ich bin gerade dabei, den Kandidaten zu verstehen, damit ich ihn dann beim Kunden präsentieren kann, kommt bei mir gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es ist immer die Sache des Kandidaten, wie er das einschätzt, welche Priorität er dem Interview gibt, ist so meine Meinung. Ja. Gibt es an Sprachen, die du als Recruiter gar nichts magst? Da erinnere ich mich eher an die Situation von dir, Lee, wo du angeschrieben wurdest, nicht nur einmal mit, ging das? Ja, hi, hallo, ja. How are you? Ja, yeah, I'm doing well, how are you? Oder war das nicht so? Genau. Laufen? Ja, ja, eigentlich, wenn jemand anfängt, das Gespräch oder das Kommunikation mit Hi oder mit How are you, mit dem neuen Verknüpfen über LinkedIn und dann der erste Punkt ist Hi oder How are you. Und dann muss ich mich ehrlich fragen, okay, wird der Person wirklich wissen, wie es mit mir geht? Einmal muss ich sagen, ich habe aus Witz geschrieben, ja, ich habe einen ganz schlechten Tag bis jetzt. Und die Person hat mich ganz ignoriert und weiter geschrieben, okay, so, ich glaube, die Leute werden nicht wirklich wissen, wie es mir geht. Und dann brauchst du immer das hin und her und hin und her. Ja, du hast recht. Ich glaube, Leute beim LinkedIn sollte eigentlich in der ersten Communication hinschreiben, was sie braucht oder was die Frage ist, zum Punkt kommen, dass wir können, weil wir als Recruiters bekommen sehr viel E-Mails und Messages und E-Mails pro Tag von Kandidaten und eigentlich haben wir nicht die Zeit, jedes Mal zum Schreiben. Ja. Ich habe auch gemerkt, wenn wir sind ja nun ganz nur im Rec-to-Rec unterwegs und wir haben es auch ganz gut auf unserer LinkedIn-Seite und überall steht das, dann ist es eigentlich zu überlesen. Und was ich dann auch manchmal komisch finde, ist, wenn Kandidaten mich anschreiben, hey Katharina, ich bin der beste Software-Developer, ich brauche einen Job. Und ich habe kein Problem, wenn man mich fragt, ja, ich weiß, es ist nicht deine Richtung, könntest du mir denn weiterhelfen, kennst du jemanden, an den ich mich wenden kann, aber dann so mit der Tür ins Haus, ich bin Software-Developer, kannst du mir helfen, sorry, nein, lies doch mal, was ich da genau mache. Das ist eine Ansprache, die gefällt mir jetzt so nicht so gut als Recruiter, dann merke ich, dass er sich nicht so viel mit mir beschäftigt hat.
finde. Das ist ja schade, weil ich beschäftige mich ja auch mit dem Kandidaten, wenn ich weiter vermitteln möchte. Genau. Wir haben auch ein Video gemacht, How to find your recruiter, für die Leute, die suchen. Und jedes Mal, dass jemand mich so anschreibt, schreibe ich zurück. Leider bin ich nicht der richtige Mensch, aber da ist ein Link zu unserem Video. Da kannst du herausfinden, wie ich den richtigen Recruiter finden kann. Es bringt nichts, wenn ich sage, hey, kontaktiere Daniel beim Company XY. Okay. Ja, was ich auch noch sagen möchte, ist, wir sind ja viel auch im Englischen unterwegs und dann schreiben wir ja meistens mit du. Also, hallo Lee, schön, dass du beworben hast, lass uns doch mal telefonieren. Und wenn ich jetzt adressiert werde oder ein Kandidat bewirbt sich, auch auf Deutsch, schreibe ich sehr schnell, also ich bin eigentlich immer unterwegs. Und ich finde dann manchmal etwas komisch, wenn dann Kandidaten mir zurückschreiben mit Hallo Frau, sehr geehrte und so weiter. Und dann schreibe ich wieder im Du zurück, aber sie kommen einfach nicht auf die Du-Version. Und da würde ich auch alle Kandidaten bitten, wenn das der Recruiter anbietet, dann bleibt man einfach bei dem Du, weil sonst kommt, ist einfach eine komische Situation. Ich als Recruiter möchte euch Kandidaten gerne kennenlernen und das darf auch ein Stück persönlich werden, weil ich möchte ja eure Persönlichkeit kennenlernen, die ich dann eben auch dem Kunden weiterempfehlen kann. Und da wäre noch so meine Bitte, wenn der Recruiter aus meiner Sicht das Du anbietet, dann nehmt es einfach so an. Ja. Auch im Deutschen. Ja. Ja. Finde ich auch. Aber das ist, ich habe vor ein paar Wochen Thread gesehen, wo Post auf LinkedIn, wo jemand geschrieben hat, mit der ganzen Perdu und so weiter. Ist sehr spannend, sehr viel Meinung. Und ja, das ist es, ist eine Meinungssache, oder? Gut, okay, kommen wir jetzt die nächste Frage, und das geht mehr in die Richtung von wenn ein Kandidat mit dem Unternehmen oder Recruiter mit dem Unternehmen erhaltet. Wie rätst du einen Kandidaten, wenn er sich Unternehmen und eine interne Rolle interessiert? Ja, also ich bin ja auf der Inhouse-Seite tätig und ich bin ja in dem Sinne auch ein Kandidat, der dann Kandidaten einreichen möchte. Und wenn ich mit den Kunden, mit den Unternehmen zu tun habe, dann frage ich auf jeden Fall den Recruiter, versuche ich ihn anzurufen, wenn ein Recruiter angegeben ist. Und frage dann erstmal, wie weit sie im Rekrutierungsprozess sind, ob sie denn überhaupt noch Kandidaten annehmen, wie die Situation ist und so weiter. Und ich finde, gerade in den internen Rollen wäre es ratsam, dass der Kandidat dort anruft und nachfragt und fragt, okay, lade ich jetzt meinen CV jetzt auf dieser allgemeinen Seite hoch oder wie wünschen Sie das? Also, oder auch nochmal nachfragt speziell, wie sieht die Rolle aus, was sind die Must-Have-Kriterien. Also ich finde Anrufen an den Recruiter bei einer internen Rolle sehr wichtig. Ja, finde ich auch. Vielleicht interne Recruiters wird das nicht so gerne hören, dass mir das erzählen will. Genau wie die erste Frage, die wir hatten in der Live-Session, ist, wie hast du gern wie haben wir das formuliert? Wie möchtest du am liebsten für meine Top-Kandidaten kontaktiert werden? Und das ist nicht immer so der Fall, dass man gern die Anruf überkommt. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Chance, um herauszufinden, wie sieht es genau, was du gesagt hast, Katharina. Vielleicht sind es schon beim dritten Interviewgespräch und das heißt, sie sind knapp im Abschluss. Wahrscheinlich wirst du nichts hören von einer Firma für 2, 3, 4 Wochen, weil sie sind eigentlich mit der, ich weiß nicht, wie man es sagt auf Deutsch, mit Tunnel Vision, sie fragen nur die Kandidaten, die jetzt im Prozess sind. Wir sind zufrieden, wir sind happy, wir sind fast vom Abschluss. Das heißt, wir schauen keinen anderen an, aber sie wird dich nicht eine Absage geben. Und dann, wenn du der Person, der Recruiter am Telefon hast, dann kannst du fragen, okay, hat es auch in der Zukunft vielleicht andere ähnliche Stellen? Wie groß ist das Team? Du kannst auch vielleicht dich ein bisschen reinkämpfen oder überzeugen, dass wenn vielleicht mit der Kandidaten nicht gerade passt oder gerade geht, dass du vielleicht eine gute Chance hast oder bist top of mind bei der Recruiter. Es bringt so viel mehr Wert, meiner Meinung nach.
mit den Recruitern reden, zum diskutieren, dich zum vorstellen, diese Elevator Pitch zu machen, to get the buy-in. Das macht viel, viel Sinn, meine Meinung nach. Ja. Wie sollte sich ein Kandidat während des Rekrutierungsprozesses verhalten? Ja, also, vielleicht nochmal so zum Ablauf. Wenn ich eine Position habe von einem Kunden, wo ich Kandidaten suche, dann, wie gesagt, mache ich verschiedene Termine aus mit Kandidaten, die ich interviewe, und dann treffe ich eine Auswahl, und diese Auswahl an Kandidaten schicke ich dann an den Kunden, stelle die Kandidaten vor. Und wenn ich den Kandidaten mitteile, dass ich ihn vorstelle, dann frage ich auch meistens immer, wie verfügbar er ist, wenn jetzt der Kunde ein Interview wünscht, dass man einfach schnell flexibel handeln kann, weil das ist ja der Service, den ich als Agentur dem Kunden biete, dass ich nah am Kandidaten dran bin und ihm auch Arbeit abnehme und das so weit wie möglich vorbereite. Und dann finde ich das wichtig, dass der Kandidat wirklich erreichbar ist, dass er sich am besten meine Nummer speichert. Und wenn ich dann mal zwischendurch schreibe, der Kunde meldet sich gerade, bist du denn heute Nachmittag oder morgen für ein Interview verfügbar, dass er mir auch eine Antwort. Und wenn er dann wie vom Erdboden verschwunden ist, dann ist es natürlich ein ganz unangenehmes Zeichen für mich als auch für ihn selber, für den Kandidaten, weil der Kunde natürlich schnell vorwärts machen möchte und ich natürlich auch in Kontakt bin mit dem Kunden, dass es schnell vorwärts geht. Also diese Erreichbarkeit ist mir extrem wichtig. Ich finde es auch gut, wenn der Kandidat fragt, auch wiederholt fragt, hey, wie sieht der Prozess aus, hast du schon Feedback von mir? Weil das zeigt natürlich sein Interesse. Man muss sich bewusst sein, im seltensten Fall ist nur ein Kandidat im Spiel. Ich habe immer ganz viele Bewerbungen, das können wir wirklich beide sagen, und dann muss ich eine Auswahl, eine Selektion treffen und die stelle ich dann vor. Und da sind einfach auch Konkurrenten dabei und Mitbewerber. Und da finde ich das natürlich toll, wenn dann ein Kandidat dabei ist, der sich wirklich reinhängt und da motiviert ist, nachfragt, wie sieht es denn aus, auch nachfragt, wie viele andere Kandidaten sind im Rennen, mir gesagt, und mir auch Feedback gibt. Ich habe auch gerade letztens ein Interview gehabt, oder nein, nicht ich, aber hat der Kandidat Interview gehabt, und der hat mir danach sofort im Nachhinein geschrieben, hey, es war super toll, ich habe noch einen anderen Line-Manager kennengelernt, war super schön, Feedback zur nächsten Woche geben. Und das finde ich eine super Interaktion. Also das macht mir Spaß, da merke ich, der Kandidat will wirklich, und der Kunde, ich habe ja dann wieder mit dem Kontakt, der ruft mich dann an, wir sprechen darüber, der wird mir sein Feedback geben zu den Interviews, und wenn ich dann sagen kann, oh, der Kandidat, der hat mich auch gerade angerufen oder hat mir Feedback gegeben, dass das Interview mega toll war, der ist voll motiviert, der will unbedingt ihren Job haben, also das ist ja dann doppelt. Der Kandidat hat dem Kunden schon gesagt, ich sage es dem Kunden nochmal, also das ist ja nur, ist ja super. Also das immer im stetigen Kontakt sein und nicht vom Erdboden verschwinden, bitte. Gab es auch schon alles. Genau. Vielleicht zum der Punkt, ich denke, es hat eine Verantwortlichkeit an beiden Seiten, vom Recruiter und vom Kandidaten, zum einander fragen, wie sollten wir miteinander reden, wie lange sollte ich erwarten, dass der Prozess geht? Erste Feedback, ist das ein paar Tage, ist eine Woche, zwei Wochen? Weil da hat es viel Frust drin. Wenn ein Kandidat das nicht fragt und der Recruiter die Frage proaktiv beantwortet, dann weiß man nicht. Und das ist eine sehr häufige Frage, dass mir fragen wurde, sind, wie lange sollte ich warten, bis ich den Recruiter nochmals fragen sollte für das Feedback oder wie sieht es aus. Frage den Recruiter, wie lange sollte es gehen? Wie hast du am liebsten, dass wir miteinander reden? Darf ich dich E-Mail schreiben? Ist das am besten? Oder WhatsApp? Oder suchst du noch etwas? Und dann weißt du genau, wo du stehst. Weil sonst hast du Gefühle, okay, ich werde nicht, wie sagt man, I don't want to be a pest. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Ich werde dich nicht stören. Das ist verantwortlich von beiden Seiten, Recruiter und vom Kandidaten. Ich denke, wenn das schon abgeklärt ist und dann der Recruiter sollte das auch fragen, im Kunden direkt. Ich glaube, das ist sehr zu wenig
gefragt worden, dass du nicht auch, ich habe auch ein Video über das gemacht, man sollte gleichzeitig, als die Kandidat präsentiert ist, zum Fragen, okay, wann sollte man das Feedback bekommen, dass ich die Erwartungen vom Kandidaten auch überprüfen. Ja, und ich finde, wichtig ist auch die Transparenz. Also ich finde das vollkommen normal, dass ein Kandidat vielleicht mehrere Prozesse hat, sich auf mehrere Stellen beworben hat und dass er das auch ganz klar kommuniziert, dass ich einfach weiß und auch dem Kunden mitteilen kann, der Kandidat ist schon in einem anderen Prozess, da geht es schon Richtung Final, also Abschluss, Vertrag, Angebot. Und dass man dem Kunden einfach dann eine Chance gibt, dass er den Kandidaten auch noch kennenlernt. Und einfach diese Ehrlichkeit und Transparenz ist auch extrem wichtig. Also wenn ich dann merke, dass der Kandidat nicht mit alle Karten auf den Tisch legt, dann funktioniert das nicht. Also kann auch schnell nach hinten losgehen. Und ich glaube, die Transparenz ist Stichwort für die nächste Frage oder wahrscheinlich fast die letzte Frage, nur um sagen oder wiederholen. Wenn ihr Fragen habt, bitte jetzt fragen, dass wir das nachher beantworten können. Und so wird die Session bald zum Schluss. Aber Stichwort Offenheit oder ehrlich sein in dem Prozess mit den Recruiter. Das ist auch gefragt worden, eine ganz heikle Frage oder Situation. Wie verhalte ich mich als Kandidat, wenn ich eine andere Position bevorzuge? Ja. Was meinst du dazu? Also ganz einfach sagen, ganz ehrlich kommunizieren. Ich stelle die Frage auch immer. Und dann bitte ich auch immer um eine ehrliche Antwort und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, wenn ein Kandidat auf Jobsuche ist, dann ist das normal, dass er sich auch bei anderen Firmen, Unternehmen beworben hat und warum soll man das verschweigen? Also, aber was ich höre viel oder offen von Kandidaten ist, dass sie haben Angst, das zu sagen, weil sie denken, okay, dann werde ich vielleicht als zweite Priorität gesetzt worden oder ja, was denkst du dazu? Ich verstehe, was du meinst. Das kann ich auch nachvollziehen, die Gedanken. Und mir ist es einfach wichtig, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kandidaten habe, der hat zwei weitere Prozesse, dann würde ich natürlich vorschlagen, dass wir erstmal den Kandidaten vorstellen. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, wir machen mal ein Interview, dann kann ja der Kandidat selber erstmal einschätzen, ob von den drei Angeboten, von den drei Interviews, welches dann 1, 2, 3 ist. Und dann frage ich auch den Kandidaten ganz ehrlich ab, wo steht denn jetzt mein angebotene Stelle von den drei Offerten? Ist es 1, 2 oder 3? Um ihnen natürlich auch bei der Entscheidung zu helfen. Und ohne Interview ist es meistens schwierig zu entscheiden, ob das in Frage kommt. Aber ich wollte keine Angst haben. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Okay, sorry, mein Sohn ist reingekommen und krabbelt an den Boden, weil er will etwas mit holen. Ich weiß nicht, so ist schwierig zu meinen, wie sagt man, to have a straight face. Aha, er will den Kopf hören für Gaming. Gut, sorry, das hat mich voll, und lass die Tür offen. it's live. Was soll ich sagen? It's live. Sachen passiert. Ich schaffe wieder heil. Sie haben gehen. Also, was kann ich sagen? Ich habe mich voll jetzt froh. Genau, das ist es. Wenn du in einem anderen Prozess bist, was vielleicht dir lieber ist, du sagst, okay, eigentlich, wenn ich könnte mich wählen, würde ich sehr gerne für das, aber ich werde nicht die Chance verlieren mit die Prozess, das ich habe. Ich denke, es hat ein paar Seiten. Am einen Seite, wenn du sagst zum Recruiter, okay, ich bin in einem anderen Prozess, musst nicht, wenn du nicht wohlfühlst, musst du nicht sagen, wer und was und wie, aber du kannst sagen, hey, ich bin in einem anderen Prozess, ist eigentlich mir lieber, weil Punkt 1, 2, ist mich näher oder es zahlt besser oder weiß ich auch nicht was. Es hat auch eine Verhandlungssache, wo vielleicht die Recruiter sagen, okay, schaue ich dann auch mit den Kunden direkt, ob etwas
machbar ist mit dem Salär und so weiter. Aber es heißt auch, dass der Recruiter auch andere Kandidaten können finden, zum Beispiel als Backup, wenn es nicht geht. Und am wichtigsten, das ist ganz der wichtigste Punkt, es erlaubt der Recruiter, den Prozess vielleicht ein bisschen langsamer zu machen mit der Kunden. Und dich auch die Zeit lassen für den Prozess, der momentan in erster Platz sitzt. Ohne dass wir das wissen, haben wir keine Möglichkeit und fahren wir einfach weiter und eigentlich am schnell wie möglich zum Schluss, oder? Wenn jemand mir sagt, okay, eigentlich das ist meine zweite Wahl wegen das und das, aber wenn das nicht klappt, ist eine super Option für mich. Okay, dann weiß ich, okay, ich tue mich nicht stressen, so schnell vielleicht den Kunden anrufen, okay, wenn ist der nächste Schritt und so weiter. Und dann können beide miteinander als Partnerschaft schaffen, um die beste Lösung zu finden. Keine Angst. Sei ehrlich zum Recruiter, dass sie kann auch in deinem besten Interesse den Prozess verhandeln. Ja. Ja. Und was vielleicht noch zu ergänzen ist, Lee, dass vielleicht ist es jetzt ein Prozess, aber man weiß ja nie, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und vielleicht ist es ja beim nächsten Mal interessant. Deswegen sollte man sich aus meiner Sicht nicht beim ersten Mal die Chance, wie sagt man denn, also sollte man sich nicht das verscherzen, weil vielleicht beim nächsten Mal ist es vielleicht, würde es komplett passen und man würde den Kandidaten und den Kunden glücklich machen. Also deswegen bin ich der Meinung, immer von Anfang an ehrlich und transparent sein. Und ich die Chance sozusagen nicht vergeuden lassen. Gut, dann sind wir am Schluss von der Session, knapp 50 Minuten. Vielen Dank für alle, die zuschauen haben. Vielen Dank, Katharina, nochmals für die Engagement und deine Meinung. Wir schätzen das sehr viel. Wir wünschen euch alle ganz schönes Freitag noch, ganz schönes Weekend. Vielen Dank und nur zum Sagen, wir machen das auf Englisch in 2 Wochen für die, die Fragen hat. So, ja, vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ciao. Danke. Tschüss.